Das Immunonkologische Zentrum Köln hat eine neuartige Immuntherapie für Krebspatienten entwickelt. Seit mehr als 20 Jahren übertragen wir aktuelle Forschungsergebnisse in die klinische Anwendung. Dadurch können wir schon heute wissenschaftlich fundierte Therapien zur Verfügung stellen, die erst in vielen Jahren zur Standardtherapie gehören werden. Inzwischen haben uns mehr als 2800 Patienten aus der ganzen Welt konsultiert. Wir haben Erfahrung mit mehr als 70 verschiedenen Krebsarten. Unser Team besteht mittlerweile aus über 60 Mitarbeitern. In den verschiedenen Abteilungen arbeiten zum Beispiel Ärzte, Pharmazeuten, Naturwissenschaftler, natürlich Pflegekräfte und technische Assistenten. Alle arbeiten Hand in Hand an der Optimierung der Therapie für unsere Patienten. Alle gemeinsam erforschen wir die Wechselwirkung des Tumors mit dem Immunsystem des Patienten. Wir haben in den letzten 20 Jahren eine grundsätzlich andere Therapiemöglichkeit in der Onkologie entwickelt. Durch die spezifische Aktivierung des patienteneigenen Immunsystems werden Tumorzellen gezielt getötet oder im Wachstum gehemmt. Das Brillante an der Immuntherapie ist, dass das körpereigene Immunsystem angeregt wird, den Krebs zu bekämpfen. Das Prinzip ist wissenschaftlich fundiert und wird seit vielen Jahren erfolgreich angewendet. Warum ist es so schwierig, das Immunsystem gegen einen bereits etablierten Tumor zu aktivieren? Das Immunsystem darf grundsätzlich körpereigene Zellen nicht angreifen, damit keine Autoimmunkrankheiten entstehen. Tumorzellen entstehen aber aus körpereigenen Zellen. Tumore können sich durch bestimmte Mechanismen dem Zugriff des Immunsystems entziehen und werden vom Immunsystem schließlich als körpereigene Zellen toleriert. Die Überwindung dieser Toleranz ist das Ziel der IOZK-Immuntherapie. Die IOZK-Immuntherapie ist personalisiert und nutzt natürliche physiologische Mechanismen. Sie bekämpft gezielt den Tumor des Patienten, ohne gesunde Zellen zu zerstören. Das erreichen wir durch die Kombination verschiedener Therapieformen. Die IOZK-Immuntherapie kann auch zusammen mit anderen konventionellen Verfahren angewendet werden. Zentral für unsere Therapie ist der Impfstoff IOVAC. Er wird individuell für jeden Patienten im Reinraumlabor unserer Einrichtung hergestellt. Dabei kombinieren wir, vereinfacht gesagt, ein onkolytisches Virus und patienteneigenen Tumorantigene mit patienteneigenen dendritischen Zellen zu dem persönlich abgestimmten Impfstoff. Auch die Virotherapie ist ein fester Bestandteil der IOZK-Immuntherapie. Onkolytische Viren wie das Newcastle Disease Virus sind Viren, die Tumorzellen befallen und zerstören können. Wenn das Virus Tumorzellen infiziert, wird das Immunsystem auf diese Tumorzellen aufmerksam. Durch die Virusinfektion werden die Tumorzellen vom Immunsystem als gefährlich erkannt und bekämpft. Die Hyperthermie stresst die Tumorzellen, ohne dass das umliegende gesunde Gewebe beeinträchtigt wird. Die Tumorzellen zeigen dadurch auf ihrer Oberfläche bestimmte Gefahrensignale, die ebenfalls die Immunreaktion provozieren und verstärken. Die IOZK-Immuntherapie stellt eigentlich eine Hilfe zur Selbsthilfe dar. Das heißt, sie ermächtigt den Menschen und sein eigenes Immunsystem zur Selbstheilung. Der Patient wird sozusagen selbst aktiviert und in seiner eigenen Tätigkeit gestärkt. Im Gegensatz dazu bleibt der Patient bei den Standardtherapien, wie zum Beispiel der Chirurgie, der Chemotherapie oder der Bestrahlung, passiv. Jeder Krebs ist anders. Deshalb ist es nur folgerichtig, für jeden Patienten eine maßgeschneiderte Therapie zu entwickeln. Auf der Basis der Krankheitsgeschichte und der Befunde wird für jeden Patienten in einer Tumorkonferenz eine individuelle Therapiestrategie entwickelt.
In der Regel dauert die Ersttherapie 2 bis 3 Monate und beinhaltet 2 Impfzyklen. Die IOZK-Immuntherapie hat fast keine Nebenwirkungen, weil sie auf natürlichen physiologischen Mechanismen beruht. Sie wird tatsächlich so gut vertragen, dass wir sie ambulant durchführen können. Das heißt, die Patienten müssen nicht stationär aufgenommen werden. Es zeichnet sich ein Paradigmenwechsel in der Onkologie ab. Von einer schematischen, einheitlichen Behandlung mit Chemotherapie und Strahlentherapie zu einer personalisierten, immunologischen basierten Therapie. Immer neue wissenschaftliche Erkenntnisse helfen uns, die Tumorbiologie und das Immunsystem besser zu verstehen. Unser Ziel ist es, ständig neues Wissen in die Patientenbehandlung zu integrieren. Am IOZK wollen wir immer die beste, aktuell machbare Immuntherapie für unsere Patienten anbieten. Die Vision ist es, das Immunsystem unserer Patienten gezielt so zu stärken, dass sie diese Krankheit aus eigener Kraft überwinden können. Ja, nach den 6 Behandlungen war zu sehen, dass die Tumore sich zurückgebildet haben. Eine wunderbare Erfahrung, man kann das gar nicht mit Worten schildern. Mein Immunsystem hat wirklich gelernt, selber wieder die Krebszellen anzugreifen und arbeitet jetzt wieder für mich und gegen den Krebs. Und das bei halt eben einer total guten Lebensqualität.